Seitdem der japanische LKW- und Pickup-Hersteller Isuzu wieder selbstständig agiert, erstrahlt der D-Max in neuem Glanz. Mit 5,29 Meter Länge und 1,86 Meter Breite gibt es Platz für 4 Passagiere und Ladegut. Ein bulliger Auftritt, wenn man den Japaner von vorne betrachtet. Dazu passen neue Projektionsscheinwerfer und ein markanter Kühlergrill, signalisiert Sportlichkeit. Das Heck wirkt schlicht und vermittelt sogar einen Schuss Eleganz. Also die richtige Mischung für gewerbliche User und aktive Freizeitfans. Den Fahrer erwartet ein aufgeräumtes Ambiente wie in einem gut ausgestatteten Pkw. Neben klar gezeichneten Instrumenten ist alles an Bord, was notwendig ist. Klimaanlage, ein taugliches Radio und vor allem Sitze, die genügend Komfort und Seitenhalt bieten. Das ist auf befestigtem Terrain auch notwendig. Dem D-Max mit seinen 163 Turbodiesel PS in Euro 5 Norm kann man schon kräftig die Sporen geben. Er fährt sich dabei völlig problemlos. Hier zeigt sich wieder einmal, dass ein 4WD-Antrieb auch Onroad seine Vorteile ausspielt. Der Japaner, der in der Pickup-Liga ganz oben rangieren will, kann im Gelände zeigen, was er drauf hat. Dank 400 Newtonmeter Drehmoment, das zwischen 1400 und 2000 Touren anliegt, und der elektronisch zuschaltbaren Untersetzung, in unserem Fall in Verbindung mit einer Fünfgangautomatik samt selbstsperrendem Hinterachsdifferential, werden Schotterwege und Steigungen zur leichten Übung. Keine Verwindung der im Mittelteil verstärkten Karosserie und lange Federwege bedeuten selbst im Gelände noch komfortables Fortkommen. Isuzu bleibt bei der Vorderachsaufhängung bei Doppelquerlenkern und Torsionsfedern und einer plattgefederten Hinterachse. Man hat sie aber so kultiviert, dass jegliche Rumpelei eliminiert ist. Die Automatik schaltet weich und weitgehend ruckfrei, was zur Entspannung im Cockpit beiträgt. Dazu eine leichtgängige Zahnstangenlenkung, die auch genügend Untergrundkontakt vermittelt. Unser Resümee. Der Isuzu D-Max ist ein Pickup, mit dem man durchaus auch in der Stadt unterwegs sein kann. Ladevolumen gibt es genug, auch seine Ausstattung kann sich sehen lassen. Eine hohe Offroad-Tauglichkeit ist gegeben. Die Motorpower schlägt manchmal beim Verbrauch über die Stränge und Parksensoren sucht man leider vergeblich.